Hallo, willkommen zurück bei Pokémon Reborn. Hier ist wieder euer Aurönchen und wir machen heute die Arenaleiterin Shelly. Ja, ich bin ganz euphorisch. Ich habe mein Team verändert. Was ich euch jetzt gleich auch zeigen werde. Ich habe mich extra für den Kampf vorbereitet, weil ich jetzt absolut keine Klatsche haben möchte. Zum einen haben wir Somyam ausgetauscht gegen Drift Zeppelin. Wir haben ja einen Driftlong gefangen. Und das habe ich trainiert und sogar weiterentwickelt. Einmal kurz die Stats. Hoher Spezialangriff, hohe HP, vierfach Resistenz gegen Käferattacken. Das wird uns sehr helfen. Hoffe ich. Es kann leider keine Flugattacke, aber trotzdem halt mit Unheilböden, Bürde, Gegenschlag, Energiefokus dürfte es uns trotzdem gut helfen. Guter Switch-In eigentlich für, um irgendwas zu blocken. Und zudem habe ich Fukano trainiert, genau. Fukano für, den habe ich da nochmal ausgetauscht. Fällt mir jetzt gerade spontan nicht ein. ja, Fukano mit einem hohen Spezialangriffswert. Feuerfänger, hier haben wir Flammenwurf, haben wir Funkenflug, dann Retaliate, Heimzahlung halt. Und Morgengrauen. Ja, warum zwei Feuerattacken? Das hat seinen Grund, denn wir wissen, dass Shelly eine Käfer-Arena-Leiterin ist, Doppelkampf macht. Und dass es ein Waldfeld ist. Waldfeld kennen wir, haben wir mit Tangrolos schon gemacht. Wir können das Wald burnen lassen. Oder den Wald burnen lassen, nicht das Wald. Das Waldfeld, so. Dadurch können wir einen Vorteil rausspielen. So, zudem habe ich meine Pokémon auf Level 34 trainiert. Das ist halt ein Level unter Cap. Und wir werden mit Onix und Wazza fliegen, habe ich mir so überlegt. Onix, klar, wegen den Tarnsteinen, die müssen raus. Klar, gegen Gefahr-Pokémon wirklich ein Vorteil. Und Wazza hat der Grund, ich will ein bisschen scouten. Ich will wissen, was die einsetzt. Und Wazza kann zur Not mit Elektronetz slowen. Ja, ich denke mal, das ist ein ganz guter Lead. Gut, zudem noch, ab jetzt ist dieses Let's Play ein Blind-Let's Play. Wuhu! Ne, das heißt, ich weiß selber nicht, was auf mich zukommen wird. Ab jetzt ist es wirklich zu 100% blind. Hier muss ich nochmal ganz kurz anmerken, in diesem Raum hier war ein Blattstein. Den habe ich mir schon mal geholt. Das kann ich euch nochmal zeigen. Ja. Da haben wir einen Blattstein. Jo, der ist auf jeden Fall hier zu finden. Den können wir uns, kann man sich catchen. So, bevor wir aber jetzt einfach wild, blöd drumrum labern, würde ich sagen, gehen wir es an. Hi, Aurönchen. Ja, was denkst du über meine Gartenbücherei? Ja, die hat mich sehr viel Nerven gekostet. Aber schick. Ja, sie ist ein kleiner Bücherwurm. Okay. Ja, durch Lesen will sie halt gut genug für ihren Bruder werden. Er ist so cool. Er ist Arenaleiter in Johto. Wer könnte dort sein? Jens, Hartwig. Hartwig kann ich mir nicht vorstellen. Norbert auch nicht. Kai. Kai, der ist doch auch Käfer-Arena-Leiter, ne? Ich glaube, der zweite Orden in Johto. Das könnte möglich sein. Aber es wird niemals genug sein. Oh, er nimmt sie überhaupt nicht wahr. Das ist blöd.
Also Geschwisterliebe. Ich kenne es ja selber, ich habe selber zwei Brüder. So nicht wahrnehmen ist keine schöne Sache. Okay, so, ja, jetzt geht's los. So, good luck. Jetzt geht los. Arena-Kampf. Und ich habe gehört, ab jetzt soll's richtig, richtig, richtig knackig werden. Also, was jetzt bis jetzt kam, soll Kindergarten gewesen sein. Und ab jetzt Happy Eye Wurf. So, wir haben als erstes ein Maske Regen mit Bedroher. Gefällt mir schon mal gar nicht. Und ein Illumise. Illumise kann nervig werden. Habe ich jetzt aber keine große Angst vor. Vom Maske Regen schon. Maske Regen kann sowas wie Blubstrahl und so weiter. Also davor habe ich schon Schiss. Aber ich will die Tarnstände rausbringen. Damit könnten wir Onyx auch jetzt opfern. Aber mal gucken. Tarnsteine auf jeden Fall. Und ja, ich will die Dinger slowen. Elektronetz. Regentanz. Oh, da fängt das schon an. Scheibenkleister. Regentanz ist nicht gut. Da kommen die Tarnsteine. Die sind schon mal draußen. Das ist sehr, sehr wichtig. Strugglebug. Kein Blubstrahl oder sowas? Okay. Gefällt mir. Aber der Schaden war schon heftig. So, Elektronetz. Das hat so gut wie gar nichts gemacht, aber ich will halt damit den Slow erreichen. Und den kriegen wir. Jetzt haben die minus einen Init. Und wir müssen den Regen ein bisschen ausstallen jetzt. So, ja, wir gehen instant für den Steinhagel. Warum auch nicht? Und nochmal für Elektronetz. Okay, Illumise ist... hat die Attacke abgewehrt, aber wir kriegen Maske Regen raus. Wichtig, wichtig, wichtig. Das Ding musste weg. So, Elektronetz, nochmal Sloan. Strugglebug, wie viel macht das? Es nimmt Onyx raus. Oh, okay. Okay, aber alles gut, alles gut. Wir haben die Tarnsteine draußen, wir haben Maske Regen schon mal rausgenommen. Wichtig. So, wir dürfen als erstes. Mit wem will ich rein? Ich will mit Morappel rein. Weil Morappel auch den Steinhagel beherrscht. Da kommt ein Anruid! Oh, fuck. Was ist das denn? Wir gehen hier ab. Seed Boost, okay. Okay, der kriegt ein Schild. Ja, wir gehen auf einen Steinhagel. Und ein Elektronetz. Wieder mal. Aquajet. Okay, der nimmt Watzapf raus. Okay. Okay, Protected und daneben. Gefällt mir jetzt gar nicht. Muss ich aber mit leben. Dieses Illumise muss da weg, bevor auf einmal der Regen aufhört und das nochmal setupt. Anorit. Anorit kann viel Scheiße machen. Anorit kann richtig viel Scheiße machen. Wie handeln wir Anorit? Anorit handeln wir mit Leufeo. Hoffe ich. So, wir gehen nochmal für einen Steinhagel. Und einen Feuerzahn. Das Ding kann selber Steinhagel. Oh, 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 oh. Da war Crit, da war Crit. Oh, das nimmt instant Leufeo raus. Alter Schwede, jetzt kriegen wir langsam ein Problemchen. Das war guter Schaden. Das war sehr Crit. Das war auch wichtig. Strugglebug, überleben wir den? Ich hoffe. Wir überleben nicht wegen Crit. Ei.
Okay, damit haben wir nur noch zwei Pokémon. Das ist schlecht. Und die Olle hat nur drei. Und da kommt Jan Mega. Hallo Jan Mega. Können wir dich rausnehmen? Sofort. Tarnsteiner hat halt die Wirkung nicht verfehlt und das Ding auf halb runtergehauen. Ich habe schon Schiss vor Jan Mega, ne? Aber ich will dieses Illumise loswerden. Es switcht und zu Aqua. Oh. Jetzt haben wir richtig die Kakarin dampfen. Antikraft. Das Ding kann. Ah ja, klar. Das muss ja Antikraft können, um sich weiterzuentwickeln. Und natürlich den Boost. Es kriegt den Boost. Es. Oh Gott. Es kriegt den fucking Boost. Kriegen wir auch den Boost? Ich hätte voll auf Jan Mega gehen sollen. Die Frage ist, was machen wir jetzt? Fukano ist so gut wie down, weil jetzt ein Aqua da reinkam. Ich könnte hier nochmal für einen Unheilbögen gehen auf Jan Mega. Könnte ich tun. Machen wir auch. Und mit Fukano setzen wir einen Beleber ein. Für Moorappel. Ich brauche den Steinhagel. Erkata. Ah, der wird wehtun. Der wird wehtun. Ah. Ja. Nehmen wir Jan Mega raus? Jan Mega ist raus. Sehr schön. Bubble Beam. Der tut weh, der tut weh, der tut weh, der tut weh. Gut, Moorappel kommt rein. Und wir müssen heilen. Da kommt ein Volbeat. Okay, wir müssen jetzt heilen. Und sonst haben wir keine Chance. Ich setze eine Hyper Potion auf Drift Zeppeli ein. Und eine Lemonade auf Morapel. Ja, man merkt schon, es ist nur eine Käferarena, in Anführungsstrichen. Und die haut schon kräftig rein. Deslingim Schweifglanz, Sassna. Icy Wind. Oh, du kleiner Drecksack. Das könnten wir aber handeln. Ich habe jetzt mit mehr Schaden erwartet. Also ich habe jetzt wirklich wesentlich mehr Schaden erwartet. Das Volbeat hat Recovery. Okay. Ich will erstmal dieses Aqua loswerden. Und hier kommt, ja. Steinhagel trifft beide. Komm, Boost, 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 Boost. Wir brauchen den Boost. Kriegen wir nicht. Steinhagel nimmt Aqua raus. Aranestro, nicht Aqua. Aqua ist die Vorentwicklung. Oh, das war ein Crit. Wichtig. Der Wayne ist. Der Regen ist weg. Ah, da kommt das Illumise wieder. Tarnsteine wirken. Wie viele Pokémon hat die noch? Sind das die letzten beiden? Wenn ja, können wir den Kampf jetzt gewinnen. Ich will dieses Volbeat loswerden. Hyper Potion. Oh, okay. Zum Glück sind wir auf Volbeat gegangen. Der setzt nämlich Moonlight ein und wir können jetzt richtig zuschlagen. Komm. Unheilböen. Treffer und trifft auch beide, oder? Wenn ja, ja. Nein! Das Volbeat ist nicht draußen. Das ist nicht draußen. Ich will es draußen haben. Warum ist das nicht draußen? Nochmal.
Nochmal Mondschein. Das hat keinen Bock zu sterben. Raindance. Das stört mich jetzt nicht mehr. Komm, bitte mal einen Boost. Kriegen wir nicht. Nicht rausgenommen. Schade. Und dich auch nicht. Mann, das gibt's doch gar nicht. Ja, die beiden, also Illumise und Volbeat, können richtig, richtig nerven. So, wir haben keinen Unheilböen mehr. Mal gucken, wie viel die Bürde macht. Ich will dieses Volbeat loswerden. Echt, ich will es weghaben. Ich will es einfach weghaben. Und, Schweifglanz. Dürfte nicht so viel machen. Ah, wir werden das Illumise so los. Ja! 2 gegen 1 jetzt. Sie hat keins mehr, ne? Nein! Volbeat ist das letzte Pokémon! Ja! Kriegen wir es hin? Oh, der Kampf war schon härter als gedacht. Obwohl wir uns so gut drauf vorbereitet haben. Das war's. Ja. Chaka. Bücherwurm Jelly ist besiegt. Ich bin nicht gut genug. Ja. Was für ein Kampf. It's okay. Ja, ja, ist okay. Wir kriegen den Kokon-Orden. Okay, Pokémon können jetzt Level 40 werden. Und wir können Zertrümmerer außerhalb des Kampfes einsetzen. Sehr, sehr gut. Den werden wir, glaube ich, auch brauchen. And, hier, Texas, please. Wir kriegen die TM Strugglebug. Interessante Attacke eigentlich, aber die ist mir ein bisschen zu schwach. Aber okay, ich will mich nicht beschweren. TMs sind hier irgendwie eine Seltenheit. Ja, jetzt erklärt ihr uns den Effekt von Strugglebug, aber brauchen wir nicht, kennen wir ja schon. Das war's, ne? Ja. Uff, ich bin... Morapel hat hier einen Riesenjob erledigt. Mega gut. Und Onyx, also Drift Zeppeli war auch nicht schlecht. Oh, was geht jetzt? Sorry. Hab ich was vergessen? Okay, aktuell sind in der Reborn Liga alle Leader, also von jedem Typ vertreten, wenn ich das jetzt richtig übersetzt habe. Achso, Reserve-Leader. Ah, also wenn irgendjemand abtritt, dass man direkt einen Ersatz hat. Ja, das hatten wir jetzt. Ne? Unser Gift-Typ, der von der Brücke gesprungen ist, das war ja ein Arena-Leiter. Okay. Hazard's Dead. Ja, um den geht's ja, genau. You know. That means that's a poison reserve. Ja, Reserve. Okay, der Gift-Reserve-Leader ist halt der neue Gym-Leader jetzt. Finde ich okay. So, let's see. Okay, wir sollten zurück zur großen Halle und mit AIM reden. Da schlägt sie uns vor. Okay. Good luck. Okay, was wollte ich vorhin sagen? Drift Zeppeli auch gute Arbeit geleistet. Der hat genau das getan, wofür ich ihn eingesetzt habe. Und zwar
deffen. Einfach nur deffen, die Gegner nerven, deffen. Sehr gut erledigt. Unsere beiden Feuer-Pokémon. Ja, okay, der Regen hat viel mitgespielt. Ne? Und dieses Anorith mit dem Steinhagel. Boah, das war böse. Watzaf hat auch das getan, wofür er da war. Sloane und Onix in den Tarnstein. Das mit Regen und Maske Regen und hast nicht gesehen, dass da Onix nicht lange überlebt, war irgendwie abzusehen. Wichtig waren halt wirklich die Tarnsteine. Und dass ein Onix in Maske Regen outspeedet, war auch schon Respekt. Wirklich Respekt. Oh, wir haben Gewitter. Gewitter. Gut, wir werden aber jetzt einmal unsere Pokémon heilen. Und dann unser Team anpassen. Move. Und zwar brauchen wir keine zwei Feuer-Pokémon. Das ist einfach nicht nötig. Das heißt, wir nehmen wieder unser Jomnium mit. Was wirklich sehr gut war bis jetzt. Ich hätte es nicht gedacht. Jomnium zählt eigentlich nicht zu meinen Favoriten, aber ja. Und ich habe, wir werden nicht mehr Pampam bzw. Pandagro mitnehmen, was ich schon mittlerweile entwickelt habe. Da es hat zum Beispiel auch noch hier Patronenhieb gelernt. Eigentlich ein sehr cooles Pokémon, Kampfunlicht. Das wäre ein Konter gegen andere Psycho-Dinger. Aber ich habe ein Mantidea. Ein Imantis trainiert, es weiterentwickelt zu Mantidea auf Level 34. Und das werden wir mitnehmen, denn uns fehlte die ganze Zeit ein Pflanzentyp. Und jetzt haben wir eins. Das werden wir anstatt Drift Zeppeli. Schau, ruh dich aus, Drift Zeppeli. Hast wirklich einen super Job geleistet. Bin so stolz auf dich. So, jetzt werde ich einmal ganz kurz zeigen. Ups. Pokémon. Und zwar einmal die Werte von Mantidea. Ja, es hat halt ein neutrales Wesen, ist okay. Ne? Leafguard. Ja, das heißt, im Sonnenlicht kriegst du keine Statuseffekte. War keine Statusprobleme. So, und dann hat es noch die Attacken: Synthese, Wachstum, Schlitzer und Blütenwirbel. Ne? Das könnte sehr, sehr stark für uns werden. Ich bin gespannt. Jetzt wollen wir aber erstmal ein Pokémon. Rock Smash. Also Zertrümmerer beibringen. Wem bringen wir das bei? Wem können wir das beibringen? Wir können es Moorappel beibringen. Wir können es Leufeo und Onix beibringen. Jetzt die Frage. Moorappel würde ich es ungern beibringen, weil Moorappel hat einen guten Angriffspool, verschiedene Attacken. Sehr, sehr, sehr ungern. Leufeo, beziehungsweise später Pyroleo, auch nicht so gut, weil Pyroleo eher speziell offensiv ist. Also werden wir diese Attacke höchstwahrscheinlich Onix beibringen. Welche Attacke lass mal vergessen? Tarnsteine möchte ich gerne behalten. Steinhagel genauso. Kreideschrei oder Fluch. Ich glaube, wir werden den Kreideschrei besser gebrauchen können als den Fluch, obwohl für spätere Plays wäre der Fluch besser. Der Kreideschrei trifft auch nur zu 85%. Wir lassen den Kreideschrei vergessen. So, welche Stärke hat eigentlich hier Zertrümmerer? Oh, 40, ja, okay. Vollkommen in Ordnung. So, jetzt haben wir Zertrümmerer-Action. Jetzt haben wir ein Ziel wieder. Wir müssen zur großen Halle zurück. Was wir jetzt auch tun werden. Wie sieht denn unsere Pokébälle-Status aus? Nicht so doll, ne? Ich renne noch mal kurz zurück. Ich speede mal eben. Wupp. Wupp, wupp, wupp.
damit das nicht so lange dauert. Einmal hier zum Markt. So. Kaufen. Der hat doch bestimmt Pokebälle. Da, Pokebälle. Davon kaufen wir nochmal so, ja, 10 Stück reichen. Und noch ein Premium-Ball dazu. Gut, speeden wir wieder zurück. So, Speed wieder aufhören. Hallo. Was ist denn hier los? Hallo. This is pretty cool. Was ist pretty cool? I can evolve Mushock. Sie kann ihr Mushock weiterentwickeln? Was ist denn hier los? 10.000 Yash. Okay. Ein neues Produkt. Sitze bis. Ladies and Gentlemen, may I present the Linkstone, der Linkstein, yay! Are you tired to trade your Pokémon with? Jo. Also mit dem Linkstein kann man Pokémon weiterentwickeln, die sich eigentlich nur durch Tausche entwickeln. Hier funktioniert das halt wie ein normaler Stein, halt wie ein Mondstein, Feuerstein, Blattstein und so weiter. Halt, das funktioniert nur bei Pokémon, die sich halt nur durch Tausch weiterentwickeln. Finde ich cool. Ja, also die Slivko, die hat das erfunden. Finde ich eine sehr schöne Sache. Sizzling Stone. Okay. 10.000 Poké-Dollar. Haben wir nicht. Mist. Planänderung. Ich will jetzt gucken. Denn ich will etwas weiterentwickeln. Oh ja. Oh ja. Kriegen wir. Ach, der Laden bitte. Kriegen wir diese 10.000 Pokédollar zusammen? Ich hätte die Pokébälle nicht kaufen sollen. Sell. So. Fangen wir hinten an. Das können wir verkaufen. Ich hoffe jetzt, wir kriegen es zusammen. Das bringt uns nicht viel. Pokébälle will ich eigentlich jetzt halten. Ja, Lemonade. Wir können eine normale Potion verkaufen. Das will ich behalten. Das eventuell. Wie viel kriegen wir denn dafür? 500. Müssen wir uns überlegen. Pokesnacks will ich auch behalten. Kamen Candy. 150 nur. Nicht gut. Leafstone. Wie viel kriegen wir dafür? Okay. Ja, eine Rockgem brauchen wir nicht. Magical Seed. Oh, da kriegen wir, viel. Auf jeden Fall verkaufen. Synthetic Seed. Kriegen wir auch viel. Ja, verkaufen wir auch. Fluchtseil will ich noch behalten. Was ist mit der Kuppe? Nee, lohnt sich nicht. Flinkklaue brauchen wir eigentlich auch nicht, ne? Oh, den Rosenrauch können wir gleich mal hier Mantidea geben. Hier haben wir nochmal zwei Seeds und damit haben wir das Geld zusammen. Sehr schön. Toll. So, jetzt rennen wir da nochmal hin. Wir haben diese 10.000 Pokédollar zusammen.
Denn wir haben ein Pokémon dabei, was sich durch Tausch entwickelt. Ohohohoho. Ja, jetzt erzählt er uns nochmal dasselbe. Diesmal haben wir die 10.000. Ja. Wir kriegen einen Linkstein. Ja. Bitte mal einsetzen. Da haben wir einen Linkstein. Ah, der sieht crazy aus. Okay. Use. Onix. Du bist jetzt ein Stalos. Was? Das hat keinen Effekt. Na? Braucht Stalos echt noch den Metallmantel dafür? Oh, das wäre... das wäre echt schlecht. Das wäre richtig schlecht. Aber okay. Es ist mal wieder Zeitzeit. Der Part ist leider schon wieder zu Ende. Beim nächsten Part werden wir, bevor wir zur großen Halle gehen, werden wir nochmal hier runtergehen. Denn hier gab es noch ein paar Wege, die wir mit Zertrümmerer aufmachen können. Und ich möchte das jetzt nochmal ein bisschen abklappern. Halt diese Wege, die wir halt vorher gehen konnten, oder die wir nicht gehen konnten, werden wir gehen, bevor wir die Story weitermachen. Um einfach zu gucken, was ist da, was kriegen wir da noch, etc. Vielleicht noch irgendwelche speziellen Items, vielleicht noch irgendwo Metallmantel, wäre schön. Auf jeden Fall werden wir da weitermachen. Und wenn ihr bis hierhin geschaut habt, wäre ein Däumchen sehr toll von euch. Ich wünsche euch dann noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Euer Aurönchen. Ciao.